Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Forest. Jo, hier kommt wieder Wasser. Trinken eben Schluck. Aber dann müssen wir auch wieder rüber, weil wir brauchen wieder Holz, wir brauchen wieder Stöcke, wir brauchen wieder Nahrung. Weil wir wollen das da fertig haben und den da. Jetzt aber glaube ich nach einmal voll machen, wieder voll. Wir brauchen ja nur 50 Holz, exakt 50 Holz, Baumstämme. Aber das heißt dann, wir brauchen noch 251 Baumstämme für den Turm. Da müssen wir noch fünfmal Minimum überfahren. Stecker, da, das wird noch eine Monsteraufgabe aus Stöcker zu sammeln. Da werden wir nicht mit einem Rutsch fertig. Beziehungsweise sechsmal dürfen wir noch insgesamt hin und her fahren für Baumstämme allein. Minimum. Beziehungsweise wir können ja nur 49 mitschleppen, Baumstämme hier auf dem Floß. 49 Baumstämme. Also siebenmal müssen wir fahren. Und 30 Stöcker können wir mitschleppen, maximal, diesem Floß. Mit dem, was wir auf Tasche haben, natürlich. Und das wären bei 206 Stöckern. Warte mal, muss ich jetzt eben selber im Kopf rechnen. Auch 7, okay, 7 mal insgesamt. 7 mal müssen wir insgesamt noch hin und her. Alles. Und dann hätten wir das Turmprojekt auch schon mal fertig. Aber jetzt ist es wichtiger, dass wir erstmal was zu essen kriegen. Und warum hat es jetzt aufgehört zu regnen? Boah, es hatte einmal wieder geregnet. Und das diesmal nur ganz kurz. Kann doch nicht sein. Da kommen die Schildkröten. Nein. Ich jammer. Noch im Schwimm erwischt. Blub, 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 blub. Und den holen wir uns auch noch. Hey. Hier geblieben. Aber krass, wie man den jetzt schon sehen kann. Ich mich, wenn wir den jetzt von hier aus schon sehen können, wie gut kann man dann die Stadt, die hier sein wird, wenn wir hier den anfangen zu bauen, kann man den dann sehen. Das wäre schon krass. Ist das fertig? Nice. Wieder Bäume und Stöcker sammeln. Tut mir leid auch für diejenigen, die eigentlich gerne mal ein bisschen mehr Action sehen wollen, dass ich hier nur am Bauen bin. Aber ich versuche immer irgendwie so eine ge gesunde Mischung zu machen aus mal bauen, mal hier erkunden und so weiter. Aber momentan packt mich auch vor allem sehr stark die Bauwut. Deswegen jetzt auch so viele Folgen hier, Baufolgen gekommen sind. Aber ich verspreche euch, ich mache bald eine längere Erkundungstour oder so, wo wir dann mehrere von den Höhlen mal wieder erkunden gehen.
Weil die sehr viele von den Höhlen haben wir ja noch gar nicht mal zu Ende erkundet. Und wenn ich mich hier so ein bisschen dunkel dran erinnere, in einigen gab es so Wege, die unter Wasser geführt haben. Und wir haben ja jetzt die Taucherausrüstung. Das heißt, da können wir definitiv noch mehr was entdecken. Da habe ich definitiv Bock drauf, auf jeden Fall. Und dann kommen wir auch, was Story angeht, auch hier ein bisschen weiter. Und wer weiß, was für neue Ausrüstung wir dann entdecken, was wir dann dadurch kriegen. Hat er vorher auch ein bisschen geschwoben? Mal wieder alles voll. Und darüber. Ja, wir gehen dahin. Und wir nehmen uns die drei Bäume hier. Die stehen ganz günstig, deswegen. Nicht abbauen hier. Hallo? Ich wollte schon sagen, was ist da los? Konnt ihr den nicht ablegen? Wieder zurück. Obwohl, wir haben irgendwie ein bisschen viel Zeit wieder drüben verschwendet gehabt in der letzten Folge von diesem Tag. Deswegen jetzt schon wieder dunkel wird. Das heißt, wir müssten uns dann gleich beeilen. Die falsche. Warum haben wir jetzt die falsche Abstasche? Also beziehungsweise ausgerüstet. So, und hier wieder die C-Taste voll spammen. Jetzt gehen wir mal darüber. Jo, nice.
Und den hier. Von der Tageszeit her, ich glaube, mehr Holz werde ich jetzt für diesen Tag nicht sammeln. Warum habe ich jetzt wieder die Axt nicht mehr ausgerüstet? Was soll denn das? Wetter, ja, mache ich jetzt noch eben schnell. Da noch einer. Und jetzt wieder zurück. Ja, es ist schon viel zu dunkel. Viel zu dunkel, um noch mehr Holz zu sammeln jetzt. Aber dafür haben wir wieder Stöcker voll. Wisst ihr was? Wir spielen mal. Ist hier. Hat man lange nicht mehr gehört. War doch dieses Lied, oder? Ja, war das. So, dann packen wir. Jetzt haben wir richtig geparkt. Und dann jeden Moment schlafen. Wir eben ganz kurz warten. Jetzt können wir schlafen. Genau, wenn die Musik aufgehört hatte. So, dann nehmen wir wieder das hier. Und snacken uns eben. Ein Stück Schildkröte. Ja, aber echt, was Essen angeht, sind wir eigentlich da richtig gut positioniert. Schildkröten gibt es hier ohne Ende.
Frage, die ich mir stelle, ist halt, gehen die nicht dann irgendwann so, werden die nicht irgendwann ausgestorben oder so? Wenn ich so viele Schildkröten da aufesse. Oder kapieren die nicht, dass die dort immer so dem Tode geweiht sind, wegen mir? So, jetzt müssen wir aber ausnahmsweise nicht mehr nach unten, um Trinken zu holen, sondern nach oben. Und ich hoffe, die haben ein bisschen was an Wasser. Sieht schon heftig aus. Haben wir wieder Wasser? Jo. Ah, wir haben hier noch was. Dann ausrüsten. So, wie viel hat der jetzt? Der hat 100%. Nice. Geil. So will ich es sehen. Und runter. Oh, wir sammeln erstmal die Stöcker auf und bauen die oben schon mal an. Wir sind zu weit nach oben gefahren. Wir die hier schon mal. Nice. Nächsten haben wir schon fertig, das ist geil. Nee, komm, komm. So. Ach, haben wir nichts mehr. Und der hier. Wie viel brauchen die noch mal? Immer 8. Und die 6. Ah, genau. Hier sind andere als hier. Okay. Aber warum brauchen die 8 und die 6? Ich glaube, die sind für Stöcker. Und die sind für Steine. Dass ich die so rumgebaut hatte. So. So runter. So. Und dann einmal drehen. Interessant, wie wir hier jetzt gedreht sind. So, die Frage ist, machen wir erstmal den Turm weiter? Oder wollen wir den da zuerst fertig haben? Ich würde sagen, wir machen den Turm lieber weiter. Wir den zuerst fertig haben, hier. Weil wir den ja schon angefangen sind. Und dann, wenn wir den fertig haben, können wir den vielleicht sogar noch ein bisschen umplanen oder so. Der scheint mir ein bisschen wichtiger zu sein als das da. Noch 6 Baumstämme.
Ja, wird langsam wird. Aber wenn ich so auf die Zeit sehe, ist wieder Folgenende. Tut mir leid, aber ist nun mal so. Vielen Dank aber trotzdem, dass ihr wieder mit dabei wart, mit am Start wart. Ich bin's, euer Max Deus, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.